Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paterapotien-Coach, Diplompsychologe, jemand mit einer Ausbildung. Ich weiß, das wird hier auf YouTube nicht mehr gerne gesehen, dass man psychologische Ausbildung hat. Das kann auch jeder, ne? Aber gut, trotzdem ist es leider so. Ja, wir kümmern uns mal wieder um Jürgen Zietlow, wie wir ihn liebevoll nennen. Julian Zietlow, ja, wollte mal wieder ein Update haben. Okay, dann mache ich mal wieder ein Update. Der Kinderkon von Kofangang, aber jetzt ja wieder zurück zu seiner Ehefrau, nachdem er Kofangang unsicher gemacht hat, Drogenpartys, Frauen, Nebenbuhler schlagen, also was man da halt so macht auf Kofangang. Und und nachdem jetzt die Phase schon mal vorbei ist, wo Drogen verkauft werden, sprich Schnupftabak, was ja dieses Rapé oder wie das heißt schon mal ist, geht es jetzt heute um, ich vermute mal, dass ihr das meintet auch, um Human Design. Das ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Wir hören gleich mal rein, aber vielleicht fragt ihr euch, was ist denn Human Design? Ich will jetzt niemand zu nahe treten, der das toll findet. Aber man kann, glaube ich, sagen, es ist so eine Art Astrologie, die einfach auf dem Geburtsdatum beruht und daraus, das ist angeblich gechannelt worden von irgendjemand. Und da gibt es dann auch so Typen wie überall, so kommen wir dann vielleicht nochmal zu, nachdem wir uns hier mal reingehört haben. Und er verkauft da jetzt scheinbar so Auswertungen. Beziehungsweise, ich denke mal, das, also ich habe mal ins Impressum geguckt, also ist auf jeden Fall nicht er, also wahrscheinlich so eine Affiliate-Geschichte. Und hören wir einfach mal rein. Ne? Beim Waldruf, und ich nutze mal die Gunst der Stunde. Und zwar grüße ich alle Human Design Coaches, die jetzt die Stories fluten überall und etwas über den Soul Guide sagen. Und es ist dann meistens so. Es ist zwar schön, dass es jetzt geöffnet wird für mehrere Menschen, aber man braucht den Deep Dive und so weiter und so weiter und so weiter. Leute, keine Angst um euren Job. Es hat einen Grund, wenn ihr keine Kunden habt. Nämlich, wenn ihr solche Stories macht und so den Leuten energetisch probiert, Human Design wiederzugeben. Human Design ist da, das ist schon gechannelt. Und jetzt ist es nur noch, wie bringt man die Informationen rüber? Für vieles bin ich auch nicht der richtige Sender. Ja? So, und deshalb haben wir auch den Guide am Start, der dir präzise. Ja, ich muss auch sagen, ich kann das gar nicht mehr gucken, so ohne Emotionen, weil seitdem er seine Kinder so wirklich, ich finde wirklich auf eine echt sehr, ich will jetzt nicht zu harte Worte benutzen, aber sehr unangenehme Art vermarktet. Ich kriege richtig Halskrause, wenn ich ihn nur sehe, muss ich sagen. Ich finde das so schlimm, wirklich, die Kinder da reinzuziehen. Und Leute, das ist wirklich, meine Drogen verkaufen. Auch schon prima Sache, aber ist ja, wenn man jetzt sagt, Tabak verkaufen andere ja auch, aber letzten Endes Leute da noch zusätzlich ranzuführen, weiß ich nicht, aber mit den Kindern, was sagt er jetzt hier? Also er verkauft da ja, übersetzt mal, wenn ihr es nicht kennt, Human Design mit Astrologie, das heißt, du gibst da dein Geburtsdatum ein und kriegst dann maschinelle, kann man wovon ausgehen, das wird jetzt nicht irgendwie so ein altehrwürdiger Human Design Coach, so jetzt gucken wir mal hier, sondern maschinell ausgewertet, 0,1 Sekunden erstellt, kriegst du dann sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das vergleichbar ist, aber es gibt, könnt ihr einfach eine App runterladen und euer Geburtsdatum eingeben, ist wahrscheinlich billiger, aber drauf geschissen. Macht jetzt ein bisschen lustig über die Leute, die das halt verkaufen im persönlichen Kontakt. Gut, ich meine, was ich da so ein bisschen, ich versuche ja immer zu überlegen, was kann ich nachvollziehen. Also das sehe ich ja auch, dass jetzt so Online-Content sehr stark gewünscht wird von Leuten und gut ankommt und also die ganze Coaching- und Beratungsszene gerade ziemlich durchgeschüttelt wird, das sehe ich ja auch, trotzdem ist das Äpfel und Birnen vergleichen, ob du jetzt mit jemandem persönlich redest oder so eine, von einer bunten, die neueste Astrologie-Vorhersage bekommst, aber das war jetzt das. Und ganz genau sagt, wer du bist und was du zu tun hast. Mehr brauchst du nicht.
lest euch bitte diese Nachricht durch. Es können alle... Ja, also er ist ein absolut, das muss man wirklich lassen, nachdem er jetzt erst halt Zero-Produkte, Schnupftabak, jetzt spirituelle Produkte, dazu soll ich gleich auch nochmal was, weil ich finde das wirklich echt schwierig, aber naja, vertreibt und wahrscheinlich als nächstes Kühlschränke da in Alaska verkauft irgendwie an die Bevölkerung. Also, er ist ein begnadeter Verkäufer, ne? Und er ist, also der bringt das wirklich so rüber, dass es auch nicht auffällt, dass sich viele Sachen komplett widersprechen. Jetzt sagt er, ja, du brauchst keinen Mittler, ne? Also du brauchst keinen Coach. Okay, aber wofür brauchst du denn dieses Programm? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil das ist ja eine noch stärkere Einschränkung, dass dir jetzt so ein Programm sagt, wie du bist. Ja, das ist jetzt aber kein Mittler oder was. Das ist, also ich erinnere mich mal gern dran, wie ich mal, vor Urzeiten bei so einem Arzt war, der so chinesische Medizin gemacht hat, aus der Hand gelesen hat und mir dann gesagt hat, also das und das im Leben, das wirst du nie erreichen, so, ne, das ist, und Leute, das ist, also wenn, man, das war jetzt noch schlimmer, wenn dir das so jemand ins Gesicht sagt und ich habe dir gesagt, Alter, ey, geht's bei dir noch alles in Ordnung da oben? Hast du einen Schaden oder was? Also, weil das, wenn jetzt jemand sagt, du bist so und so, du bist aber gar nicht so und so, hast du eine totale Einschränkung, ne? Also, aber zu dem Programm kommen wir gleich nochmal. Alle Human Design Coaches der Welt in ihrer Story über den Soul Guide ablästern. Aber das ist, was es ist. Und darum wissen wir immer, wir tun genau das Richtige. Wir erweisen. Ja, also er kann super verkaufen und wie gesagt, ich meine, er macht nichts Verbotenes, hat er vorher auch nicht gemacht. Er bietet ein Produkt an, er verkauft es gut. Leute, gibt schon mal Leute, die es haben wollen, fair enough. Aber naja. Gerade der Menschheit einen Mega-Dienst in dem, dass wir das tun. Human Design ist schon gechannelt. Ja, wo hast du die Information her, Julia? Ja, ist gechannelt. Das ist, ich meine, wer sagt, da sagt irgendjemand, sagt jetzt, das ist gechannelt. Das ist gechannelt. So, dann gehst du da hin und, boah, wenn das gechannelt ist, dann muss es ja stimmen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich bin übrigens, also hat mal jemand, ist auch egal, auch mal mit mir mal benutzt, ich kannte es da gar nicht. Da gab es ein bisschen Unsicherheiten über mein Geburtsdatum, weil ich nicht ganz genau wusste. Und da, meine 2 Stunden können da schon einen großen Unterschied machen. Also, das ist auch so ein Problem. Da gibst du deine Geburtszeit, was weiß ich, 1-2 Stunden zu spät ein. Bis kommt was ganz, unter Umständen was ganz anderes bei raus. Also das ist schon auch ein bisschen problematisch. Und ja, also ich bin eine 4-6. Schau mal, was Cooles. Also er ist natürlich auch was Cooles. Und keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, was das jetzt alles, also es sind, keine Ahnung, hat auch irgendwas zu tun mit Leuten irgendwas erzählen. Kann man jetzt sagen, das passt, aber das ist halt das Problem. Das ist ja dieser Barnum-Effekt heißt der, glaube ich, dass du so random Sachen liest. Chinesisches Horoskop, Sternzeichen-Horoskop, Kaffeesatz lesen, schmeißt da irgendwelche Stöcke hin, ziehst eine Tarotkarte, das ist immer das Gleiche und das Gefühl hast, boah, das das passt jetzt aber so, ne? Und aber eigentlich würde alles irgendwie passen, ne? Weil unsere Psyche, also Barnum-Effekt hat, unsere Psyche sucht sich die Sachen dann raus, die dann so passend gemacht werden. Und das muss auch per se nichts Schlechtes sein, wenn man jetzt nicht da so ein riesen Ding reinliest. Also wenn ich jetzt Silvester eine Tarotkarte ziehe und sage, ach, und daraus für mich irgendeinen Sinn ziehe, dann war es ja ein Hilfsmittel so, ne? Also insofern kann man gerne, aber jetzt zu so sagen, so, das ist jetzt, also das ist aber gechannelt worden, also wow, ne, also das macht doch Menschen klar und so, ja, nee, also okay, jetzt, also wenn er schon sagt, direkter Kontakt, warum denn dann nicht ein 1-zu-1-Kontakt ohne, weiß ich nicht, mit auch irgendwelche Mittler an maschinellen Programmen irgendwie, warum braucht man die Mittler dann, ne, das macht für mich keinen fucking Sinn, aber wie gesagt, wenn jemand sagt, das ist sehr beliebt in der spirituellen, auch in der, so, es gibt da so einen Mischmasch von Coaching, spirituelle Szene, weil da kannst du immer noch einen oben drauf packen, das heißt, du überbringst irgendeine Beratungsleistung und dann kannst du noch low-hanging fruits, sag ich immer, also kannst du auch sagen, ach, übrigens, wir können ja mal eben dein Geburtsdatum und
ja, guck mal, du bist so und so, und dann der andere, ach, das prima, das noch oben drauf, ne? Also das ist deswegen sehr beliebt tatsächlich, aber ich, Mann, Leute, ey, wirklich, guckt in euren Kaffeesatz rein, das ist wirklich, weiß ich nicht. Es ist schon gechannelt. Und jetzt gilt es, die Informationen rüberzubringen. Und wenn du dann so einen Coach hast, den du für 400 Euro buchst, und dann sitzt du in einer Stunde mit dem und die Information ist super geil, weil sie ist ja schon da. Aber er bringt es dir dann irgendwie so rüber, dann kann der Coach noch so geil sein. Ja, das finde ich Quatsch, weil es gibt bestimmt auch, also es gibt bestimmt Leute, die Astrologie machen und machen mit dir eine 1-zu-1-Beratung und einfach aufgrund ihrer Erfahrung und weil sie dich vielleicht lesen können, wenn sie dich vor dir haben, können sie dir eine super Beratung geben, so, ne? Also das, man darf, glaube ich, jetzt Online-Angebote und Reales, auch wenn es natürlich das eine das andere beeinflusst, es kann trotzdem ein ganz anderes Erlebnis sein, so, ne? Und du hast nicht einfach so ein seelenloses Programm, was dir irgendwas auswertet, ne? Aber es ist natürlich gechannelt. Ach, es ist gechannelt. Es ist gechannelt. Deshalb die Information kompakt und die wichtigsten Dinge, die wichtigste Information zu euch. Ja, woher weiß er? Woher weiß er das? Das ist gechannelt, ja. Es gibt hunderte solche Sachen, ne, die gechannelt sind und ja, aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr Kontakt mit der spirituellen Szene habt, wirklich zieht euch das raus. Ich würde auch nicht mit Drogen arbeiten oder irgendwas, deswegen, ich habe auch ja einfach mal geschildert, was ist auch egal. Aber ich versuche doch möglichst unbeeinflussten Kontakt, also in euch zu einer Quelle von, zu der Quelle oder zu spirituellen Inhalten. Versucht wirklich gar nichts dazwischen zu haben, wäre mein Rat, auch keine Substanzen und nichts. Und lasst euch doch nicht einengen von so einem System, ne? Also das, war auch mal bei Kursen Richtung Channeling, also ist interessant. Ist interessant. Und letztlich hat es bei mir jetzt so mäßig verfangen, sag ich mal, aber wer das interessiert, aber würden aber auch gute Channeler würden auch sagen, Leute, ihr müsst, was auch immer da jetzt an Informationen kommt, das ist nicht in Stein gemeißelt, so, ne? Also du, wenn du eine andere Meinung dazu hast, hast du eine andere Meinung dazu. Und das macht er halt nicht. Er sagt jetzt hier, das ist in fucking Stein gemeißelt. Und das finde ich schwierig, weil gerade Leute, die so sehr sensibel sind für so, du bist jetzt so und so, die machen sich da jetzt unter Umständen. Gut, jetzt ist das auch irgendwo harmlos. Das ist wie dieser Myers-Briggs, wo so jeder irgendwas Cooles ist. Der Abenteurer, der, weiß ich nicht, der, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die alle heißen, aber ist ja nie irgendwas Negatives. Während bei psychologischen, wissenschaftlich fundierten Tests, da sind auch unangenehme Sachen dabei, ne? Deswegen habe ich ja auch einen Test, der sich eher anlehnt an wissenschaftlich etabliertes Modell, das Fünf-Faktor-Modell. Ich habe dann auch dieses Um-Sechsten-Faktor, das ist ja bei mir so Umsonst-Test. Aber da sind auch unangenehme Sachen dabei, wie negative Emotionalität oder was weiß ich, mangelnde Offenheit oder ist auch weder gut noch schlecht alles, aber wo so Sachen, wo man vielleicht denkt, ja Mensch, dann kann ich vielleicht wirklich mal dran arbeiten, während bei diesen Sachen, das ist ja immer so, das ist auch kein Weg, das ist wie beim Horoskop, naja, bist du Waage, bist du Fisch und also alles irgendwie, wird natürlich auch immer, ja, aber Fisch ist cooler, weil Fische sind so spirituell, das hat mir auch mal jemand gesagt, weil ich Widder bin, ja, ich bin Fisch, ich bin viel spiritueller als du, ja, aber es tut ja keinem weh, Fisch, Waage, Krebs oder hier auch, wie die alle heißen, Projektor, Manifestor, bla 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 bla, tut keinem weh. Ja, also wenn es einem Spaß macht, soll man es machen, aber naja. Zum Erinnern. Und wie gesagt, nur noch bis 1.7. gibt es das Angebot 49,99 statt 69,99. Das ist das Dumme an dieser Spiri-Bubble, dass sie nicht versteht, dass sie genau das Gleiche machen wie jede andere Bubble. Das heißt, man braucht jetzt für Human Design unbedingt einen Deep Dive und muss von einem Coach die ganze Zeit gecoacht werden. Ja, das ist, was ich meine. Aber wofür brauchst du das Programm? Da können wir auch den Mittel auch noch rausnehmen. Aber das ist wie so oft bei ihm. Das ist komplett unlogisch. Aber weil er das mit so einer, also er sollte wirklich Verkaufsseminare machen, ne? Weil er es mit so einer Werf vorbringt. Und so immer, der wirkt immer so, als wenn er komplett überzeugt ist davon. Er ist einfach, also ich würde auch gerne so gut verkaufen können wie er. Das ist Wahnsinn. Wenn man bloß keine Fehler im Leben macht.
Es ist genau das Gleiche wie jede andere Bubble. Es wird zur Autorität. Dann wird. Ja, und dadurch jetzt wird das Programm zur Autorität. Also es ist. Leute, ich halte das nicht mehr aus. Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Es ist komplett sinnbefreit, aber es fällt wahrscheinlich. Human Design zur Autorität. Es gibt vereinzelt Menschen, die sich intensiv coachen lassen, ja, über Jahre, was dann auch Sinn macht. Aber für die breite Masse ist es Quatsch, weil es wieder ein. Kommt ja nicht gerade aus so einer Coaching-Bubble auf Kofangang. Wir waren auch aus dieser Sekte, da waren auch garantiert auch Coaches oder dieser Kühnam, da werden diese Rituale gemacht, der Saunmittler. Aber Gott, das ist ja sowas, Alter, der Typ ist einfach krass. Autorität ist und wieder jemand, ja, im Endeffekt ist es dann Human Design, der einem sagt, und mit diesen Regeln hast du zu leben. Darum macht Human. Ja, aber das macht doch das Human Design, oder nicht? Design, das ganze Channeling, im ersten Schritt für jeden Sinn, weil es eine Erinnerung ist. Also ich habe mich da an nichts erinnert, muss ich wirklich sagen. Genauso wie Rapé, genauso wie Ayahuasca und genauso wie viele andere Dinge. Ah, Droge immer gut. Wenn man das aber wiederum zur Autorität nimmt, dann kommt so eine Coaches bei raus, die einem dann das beibringen wollen. Also wenn es die Coaches jetzt machen, das ist böse, wenn erst vertickert hier als so ein maschinelles Programm, ist es was Gutes. Ne? Das müsst ihr euch merken. Ne? Ich kann nichts dafür, dass ihr keine Kunden habt. Schön hochspringen! So. Gut, wissen wir jetzt Bescheid, bevor wir seine Kinder hier eingelöhnt werden, lassen wir es mal so stehen hier. Ich weiß nicht, die Welt ist einfach. Ich meine, jetzt, die Welt ist bunt, jeder kann machen, was er will hier, aber das muss ich nochmal sagen, das ist ja nicht nur Human Design, es wird wirklich mit wirklich so Produkten, wo kein Mensch weiß, wie die entstanden sind, wer das entwickelt hat, das wird gechannelt, ja. Wo irgendwas Numinoses gesagt wird. Deswegen finde ich auch häufig psychologische, die dürfen ja gerne spirituell, man darf es gerne mal ausprobieren, aber ich versuche ja immer, das ist meine Meinung, Sachen zu machen, die auch so psychologienah sind, aber die man auch noch psychologisch erklären kann, weil dann kann man zumindest sagen, das macht irgendwie Sinn, das macht so und so, was weiß ich, null Kontakt bei Liebeskummer aus den und den Gründen, das ist direkt nachvollziehbar. Wenn es bei diesen spirituellen Programmen ist, ist es immer so, ja, es hat irgendjemand gesagt und du bist jetzt so und so, ja. Und da wird so viel Geld mit verdient und ich finde es wirklich problematisch. Also gerade so Sachen, die auch so einen Hype erzeugen. Was meint ihr, was ich für Sachen gesehen habe in der Corona-Zeit, was da Leute verkauft haben an, also die Angst der Menschen zu Geld gemacht haben mit so pseudo-spirituellen Produkten oder diese ganzen, was meint, wie viel Geld gemacht wird in diesen Astrologie-Hotlines, ne, wo dann Leute echt ein Monatsgehalt draufballern, sich da jeden Tag die Karten legen zu lassen, so wann dann ihr Seelenpartner sich endlich meldet oder Seelenverwandter oder ich weiß nicht was. Also das tut mir richtig weh. Das tut mir richtig weh, sage ich ganz ehrlich. Aber interessiert ja, weiß ich nicht. Bin ja auch nur ein Rufer in der Wüste und keine Ahnung. Also ich denke, viele Leute feiern einfach nach wie vor diese low-hanging, also niedrig hängenden Früchte, wie ich das immer nenne. Und ja, ist ja auch so schön simpel, man muss sich nie selber mal in Frage stellen. Und naja, aber ansonsten kann man nur allen das Beste wünschen. Und wie seht ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.